So, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live Trading TV zu US-Markteröffnung hier auf dem Guidance Desk von JFD. Es sieht ganz danach aus, als wenn dieses kleine Problem von heute früh noch nicht behoben ist. Bedeutet etwas anders formuliert. Ich muss mal ganz kurz hier der Link zum Webinar, zum Livestream / Webinar. So. Okay. Also, wir starten ganz kurz durch. Es gibt tatsächlich gar nicht so viel zu berichten, ehrlich gesprochen. Wobei, naja, also wollen wir nicht zu pessimistisch sein. Wir haben immer einen ADP-Datensatz zu sehen bekommen. Und zwar mit 190.000 erwarteten neu geschaffenen Stellen. Ausgegeben ist er worden mit 298.000 neu geschaffenen Stellen. Und damit war es tatsächlich so, dass hier, es handelt sich ja bei diesem Forecast, und während ich hier schon spreche, klicke ich schon mal durch den Risikohinweis, bei diesem Forecast handelt es sich ja um den sogenannten Konsens. Und der wird ermittelt aus einer Vielzahl von Vorschlägen seitens befragter Analysten, beispielsweise von Bloomberg. Und in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt auch ganz bewusst schon den Dollar-Japanischen Yen auf dem Schirm, auf den wir eher schauen wollen, als auf das, was uns der DAO oder der DAX präsentieren. Das ist einfach nur, naja, ziemlich tristes Treiben. Dazu aber gleich mehr. Wie gesagt, wir haben dort dann befragte Analysten und der höchste Satz, der hier ausgegeben wurde, lag bei 255.000. Also das war die höchste Erwartungshaltung der befragten Analysten. Das heißt also, mit 298.000 liegen wir sogar außerhalb dieser, nicht nur außerhalb der Konsensrange, sondern wir legen sogar 43.000 Stellen oberhalb dessen, was der optimistischste Optimist unter diesen befragten Analysten erwartet hat. Was auch immer dazu geführt hat, dass der Datensatz so gut ausgefallen ist, das soll uns gar nicht so sehr stören, denn solche Datensätze, NFPs am Freitag ganz genauso, die sind ja immer sehr, sehr schön anzuschauen, werden aber gemeinhin, so kann man das eigentlich zusammenfassen, manipuliert. Und oder beziehungsweise die Datensätze, die sind eigentlich das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind, sind aber dennoch in der Lage, größere Volatilität auf den Weg zu bringen, denn die Fed schaut sich natürlich die Entwicklung am Arbeitsmarkt dennoch an, beziehungsweise orientiert ihre Geldpolitik anhand dieser. Und es ist in diesem Zusammenhang eben so, dass der Arbeitsmarkt eine ganz wichtige Rolle spielt und hier die Wahrscheinlichkeit jetzt für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte im März auf 100% gestiegen ist. Also nächste Woche, es gibt keine große Überraschung mehr. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Zinsanhebung schon jetzt im September auf 97% gestiegen. Also das heißt, man erwartet jetzt schon fast mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September ebenfalls aktiv wird. Das beinhaltet dann auch, dass man im Juni vielleicht schon einpreist, dass es hier keine Zinsanhebung gibt. Wir können es anders mal zusammenfassen. Das, was da jetzt gerade schon gespielt wird am Markt, lässt kaum Raum für Spekulationen eigentlich für kommende Woche. Also das heißt, die Fed ist gezwungen, im Grunde genommen dem Markt hier Folge zu leisten. Andernfalls droht einiges an Volatilität. Die Kursverläufe sind natürlich entsprechend. Dollar-Yen hatte ich am Montag schon mal thematisiert gehabt. Ist durchaus zu erwarten, dass wir nochmal die Hochs anlaufen, bevor es dann dieses Buy the Rumor, Sell the Facts durch Yellen gab. Das ist übrigens jetzt auch die Chance natürlich, die besteht bei den NFPs, und das ist auch die Chance für kommende Woche Mittwoch dann bereits, dass wir hier vielleicht eine weiter anhaltende Dollar-Stärke zu sehen bekommen und dass der Dollar dann in eine Fed, die eben den Zins anhebt, verkauft wird, wenn die darüber hinausgehenden Spekulationen nicht dahingehend angefacht werden, dass eben dort weitere restriktive Schritte seitens der Fed folgen. So, Dollar-Yen also hier diesen Bereich jetzt abgelaufen, ähnlich wie auch natürlich Gold nochmal einen tieferen Rutsch hier hingelegt hat, nochmal etwas stärker unter Druck gekommen ist und sind unter 1210 gerutscht. Du hast dann parallel dazu natürlich aktuell stark, ja, wobei die Performance hält sich so ein bisschen in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass der US-Dollar hier einen riesen Lauf hinlegt, sondern wenn man den US-Dollar-Index sich betrachtet, der einen Korb von Währungen eben beinhaltet, also den US-Dollar gegen einen Korb von Währungen, den Wert des US-Dollars einfängt, da muss man ganz klar sagen, dann hält sich diese Performance wirklich hier in Grenzen. Also das, was hier gerade eben verkündet wird, das sind alles Dinge, die seitens des Marktes jetzt auch erwartet werden. Anders formuliert, wenn am Freitag die NFPs enttäuschen, haben die
durchaus das Potenzial, doch ein bisschen mehr Wohler nach sich zu ziehen. Ich war ja zunächst ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, die Erwartungshaltung des Marktes ist schon sehr, sehr hoch. Das bedeutet, wenn jetzt die Non-Farm-Payrolls am Freitag die Erwartungshaltung erfüllen, kann es sein, dass der US-Dollar verkauft wird. Sollten sie unter der Erwartung liegen, die derzeit bei, ich müsste tatsächlich jetzt schauen, aber so roundabout 880.000 dürften es wahrscheinlich sein, neu geschaffene Stellen extra graf. Vielleicht passt man den Konsens hier noch ein bisschen nach oben an, nach dem ADP-Datensatz. Aber alles in allem sind wir im Grunde genommen 100% jetzt davon überzeugt, dass da gute Zahlen kommen. Das heißt, jedes klitzekleine bisschen schlechterer Zahlen oder unter der Erwartung liegender Zahlen ist in der Lage, stärkere Volatilität und einen Ausverkauf im US-Dollar nach sich zu ziehen, von dem dann ganz besonders wahrscheinlich der zinssensitive japanische Yen profitieren könnte, der dann gegen diesen Bereich sich hier schärfer auf der Unterseite verabschiedet. Allerdings sollte man sich jetzt vorsehen, gegen dieses Momentum zu handeln. Es steht durchaus eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar, dass wir über die 115er Marke laufen jetzt in den kommenden Stunden und dann auch über Nacht vielleicht und infolgedessen dann vielleicht sogar den Bereich um 116, 116,50 eben tatsächlich anvisieren. Kurzer Blick auf die Equity-Märkte, kurzer Blick vielleicht erstmal auf den DAX. Man frage mich bitte nicht, wen oder was hier den DAX geritten hat, dass wir plötzlich nach dieser bullischen Vorstellung gegen die 11.29 hier solch einen Rutsch wieder auf der Unterseite zu sehen bekommen. Ich habe keine Ahnung. Plötzlich war die Kerze da. Ja, ich habe sie gesehen, wie sie sich entwickelt hat. Ich habe da natürlich vorgesessen. Aber nichtsdestotrotz, plötzlich war die Kerze da. Dann laufen wir jetzt wieder hoch, jetzt laufen wir wieder runter. Alles in allem genau das, was ein choppiges Marktumfeld auszeichnet. Kurzer Versuch nach oben, diese Range zu verlassen. Gescheitert, jetzt wieder inmitten der Range. Bedeutet auf der Stunde nichts anderes als, wir können schon jetzt für morgen im Grunde genommen fast, also sollte sich am US-Markt nichts ändern, aber derzeit sieht es nicht danach aus, als wenn es da eine große Vola gibt. Derzeit ist es schlichtweg einfach so, dass wir, ja, dass wir ein technisches Bild vorfinden zwischen 11.29 oder sagen wir rund 11.9 bis 12.000 Punkte innerhalb derer der DAX sich bewegt. Mit Ausblick auf die EZB morgen, von der nicht groß was zu erwarten ist, ist aber sehr wahrscheinlich dennoch, dass wir uns innerhalb dieser Range dann auch in den kommenden, ja vielleicht sogar 24 Stunden bewegen. Also dass wir auch morgen früh da nicht unbedingt einen Versuch starten, aus dieser Range auszubrechen. Kommen wir kurz zum Dow Jones. Man kann es ja schon am DAX eigentlich ablesen, wie der sich jetzt gerade präsentiert. Da ist nicht besonders viel zu erwarten. Also wir traden zwar unterhalb von 21.000 Punkten, aber eine signifikante Korrekturbewegung sieht komplett anders aus. Heißt etwas anders formuliert, wenn ich derzeit spekulieren müsste, würde ich derzeit eher Long-Engagements favorisieren, denn das Abwärtsmomentum lässt deutlich zu wünschen übrig. Das hieß etwas anders formuliert, ausgehend von der Open Range. Und der sehr choppigen Markteröffnung auch hier, ganz kurz zum klaren Verständnis, Türkis, das ist der 15.30 Open, die blaufarbene Linie, das ist der Schlusskurs von gestern und grün, das Tief von gestern, rot, das Hoch von gestern. Wir pendeln ganz offensichtlich vom Open erstmal auf der Unterseite in Richtung nochmal dieser Tiefs von gestern, die wir aber derzeit halten können. Wäre wenig überraschend, wenn es jetzt nochmal einen Versuch gäbe, auch die Hochs anzutesten. Das wäre auch das von mir favorisierte Szenario. Sprich also, wenn ich die Open Range trade, dann trade ich favorisiere ich definitiv eher Breaks aus dieser Range auf der Oberseite. Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich ganz ehrlich sein, ich will weiterhin keine Setups oder dergleichen eingehen. Das Marktumfeld insgesamt ist aktuell sehr zufallsgetrieben. Ja, wir sehen das im DAX perfekt. Das ist kein Marktumfeld, in dem du in irgendeiner Form irgendeine Schnitte bekommst, ja, um es mal so zu formulieren. Das ist ein Marktumfeld, in dem Trader wie ich, die einen Handelsansatz haben, der auf Breakouts vor allem abzielt, Breakouts zu antizipieren vielleicht dann noch, ausgehend von untergeordneten Zeit eben wieder Open Range und dann darauf zu spekulieren, dass sich ausgehend von diesen Breakouts eben Trends entwickeln, Intraday-Trends und man vielleicht diese Intraday-Positionen dann in nächste höhere Zeitebene migriert, um eine etwas größere Bewegung zu kapitalisieren. Da sind solche Kursbewegungen, wie wir sie derzeit vorfinden, einfach mal sind tödlich, wenn ich sie handeln würde, beziehungsweise besonders, wenn ich sie aggressiv handeln würde. Also das bedeutet anders formuliert, wenn ich sie handle, dann nur mit ganz kleinen Positionen. Und derzeit muss ich ganz ehrlich sagen, sind selbst die kleinen Positionen mir, ehrlich gesagt, das Geld zu schade dafür. Also das sage ich ganz, ganz offen und ehrlich. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt in den Wochenschluss hinein in irgendeiner Form Impulse geliefert werden. Gefühlt ist die Tendenz eher long, sprich DAX gefühlt eher über die 12 Ziel 12.100 bzw. Dow Jones wieder zurück über die 21.000. Aber nichtsdestotrotz sollte man ja Vorsicht walten lassen auf jeden Fall. So, das heißt meinerseits gewesen. Morgen früh 9.02 Uhr gibt es einen DAX Long oder Short.
Mal schauen, also eventuell über den Weg weiterhin über den Livestream, allerdings dann mit der Bitte in die Chatbox zu schauen auf dem Guidance-Stream von JFD und dort bitte dann entsprechend den Link zu klicken, der direkt zu Livestream führt. Ja, und das soll es meinerseits gewesen sein. Ich wünsche euch Happy Trading, passt auf eure Stops auf, wir hören uns morgen wieder. Entweder zum DAX Long oder Short oder zum Morning Meeting 10.30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und bis dahin habt einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis morgen dann. Macht's gut, bis dann und tschüss.